Ja, herzlich willkommen. Kleiner Haltungsbericht zu den Campanotus turgestanicus. Und wie man hier unschwer erkennen kann, versuchen sie gerade, das Zuckerwasser ein bisschen abzudecken, damit das nicht zu viel Aufmerksamkeit erregt. Und es ist interessant, wie diese Ameisen Steinchen für Steinchen da hoch schaffen, ne? Um das Ganze hier abzudecken. Das machen sie jetzt auch schon seit einer Stunde etwa. Und sieht natürlich auch schön aus. Sie gehen quasi hier runter, sammeln sich ein Steinchen auf, ne? Und sobald sie ein geeignetes Steinchen haben, geht es dann nach oben. Das Steinchen wird dann dort oben abgelegt. Somit wird dann eine Futterquelle verdeckt. Also sie wissen natürlich nicht, dass niemand ihnen das Futter hier wegnimmt. Und deswegen machen sie das Ganze hier. Ich finde es immer interessant, dass zum einen sind die Turgestanicus interessant, weil sie zu zweit immer rausgehen. Also immer zu zweit finde ich immer cool. Also wenn eine draußen ist, ist auch meistens die zweite nicht weit entfernt. Und vor allen Dingen finde ich das cool, dass sie jetzt zu zweit sich ja, entscheiden, das Teamwork hier durchzuziehen und die Aufgabe jetzt zusammen erledigen. Finde ich toll. Die vordere Ameise hier, die hat es ein bisschen mehr drauf, finde ich. Die nimmt meistens ein bisschen größere Steinchen. Die hintere Ameise hingegen hat meistens ein bisschen kleinere Steinchen. Aber die Aufgabe erledigen tun sie alle beide, ne? Sind jedenfalls sehr schöne Ameisen. Ich freue mich sehr, wenn die Diapause endlich vorbei ist. Leider sind die immer noch in der Diapause. Das sind jetzt schon. Also der dritte, sag ich jetzt mal, der zweite Monat ist schon lang vorbei. Der dritte Monat läuft jetzt schon an. Und ja. Da bin ich mal gespannt, wann es denn soweit ist, dass dann auch die Brut von der Königin gelegt wird. Ja, hat sie sich das Weiße hier genommen. Ja, ist schon toll, wie sie das zusammen ausarbeiten. Und ich finde das wirklich toll, wie das so im Teamwork gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das ganz viele Ameisen sind, dass es dann auch sehr interessant wird. So. Ja, so viel zu dem Update. Ich denke mal, das Wichtigste habt ihr jetzt gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.